Hallo und herzlich willkommen bei sorergo.ch. Ich bin Joel Steinmann, zertifizierter Ergonomieberater und Arbeitsplatzexperte. Und heute erzähle ich dir die Wahrheit über Bürotische. Und zwar ganz im Speziellen über höhenverstellbare Bürotische. Der Markt wird ja gerade richtiggehend überflutet mit Bürotischen aus aller Welt. Ganz speziell auch aus dem asiatischen Raum. Und ich habe mir mal die Zeit genommen, diese Bürotische ein bisschen genauer anzugucken. Und das soll dir dabei helfen, zu entscheiden, welches Modell allenfalls für dich in Frage kommt und welches allenfalls nicht. Ich habe selbst ja ein Fachgeschäft für Büromöbel und beschäftige mich deshalb den ganzen Tag mit solchen Geschichten. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Erstes Mal gibt es einen großen Unterschied in der Qualität der Bürotische. Ich habe mal so grobe Preiskategorien zusammengestellt. Ein Bürotisch, der weniger als 1'000 Schweizer Franken kostet, der funktioniert sicherlich, aber er hat gewisse Mängel. Über 1'000 würde ich mal sagen, trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, was das Design betrifft. Ansonsten ist mehr oder weniger die Funktion die gleiche. Der Tisch fährt hoch, der Tisch fährt runter. Gewisse haben noch eine Speicherfunktion drin oder sie haben designtechnische Aspekte, wie beispielsweise verkrümmte Beine oder zusätzliches Zubehör, wie zum Beispiel eine Tischschublade und solche Geschichten. Also, schauen wir mal an, auf was du achten musst. Wichtiger Unterschied noch bei den Tischen, es gibt sowohl Tischgestelle, also kaufst du nur die Tischbeine ohne Tischplatte, und es gibt Kompletttische, wo du alles komplett zusammen hast. Auch die Oberfläche spielt eine Rolle, also wenn du natürlich eine Echtholzplatte hast, kostet der Tisch massiv mehr, als wenn du eine kunstharzbeschichtete Platte hast. Weiter solltest du darauf achten, wie dick die Platte ist. Gewisse Platten sind nur 19 mm dick. Das geht auf eine kleine Distanz unter Umständen. Aber wenn du einen riesigen Tisch haben willst, ist das ein Problem. Also gehen wir mal auf die Tischgestelle ein. Bei den Tischgestellen würde ich mal meinen, gibt es einen großen Unterschied in der Dicke der Tischgestelle und beim Motor. Das heißt, gewisse haben nur einen einzigen Motor, der dann beide Beine antreibt. Entsprechend ist das Tischgestell nicht so stabil. Beachte also, wenn du einen Tisch kaufst, wie viel Gewicht soll auf diesem Tisch drauf? Und damit meine ich einerseits die Tischplatte, andererseits den Monitor. Wenn du so einen riesigen Monitor hast, ist er natürlich schwerer als ein kleiner Monitor, wie jetzt dieser hier. Dann solltest du achten, ob du zum Beispiel einen riesigen Computer hast, wenn du zum Beispiel Gamer bist oder so, und der muss auf dem Tisch stehen oder wird am Tisch befestigt. Das ist auch zusätzliches Gewicht. Vielleicht ändert sich regelmäßig dein Gewicht bei deinem elektrischen Stehtisch, und das solltest du beachten. Also gibt es Unterschiede von etwa 40 Kilo Belastung bis hoch bis 120, 130 Kilogramm. Belastung. Die mit 120 Kilogramm Belastung sind natürlich entsprechend stabiler und auch massiver. Wenn du den Bürotisch in einem Geschäft einsetzt und vielleicht vis-à-vis von diesem Tisch noch einen zweiten Tisch hast und dort dein Kollege, deine Kollegin arbeitet, dann bietet sich meistens auch eine Akustikwand an der Rückseite der Tischplatte an. Diese hat ein Gewicht, ein enormes Gewicht. Neulich war ich bei einem Kunden und der hatte genau diese Situation. 2 Meter breiter Tisch, und dann musste eine Tischaufsatzwand dran, die ebenfalls 2 Meter breit war, 1 Meter hoch, davon 68 cm über der Tischplatte und der Rest unter der Tischplatte, damit man nicht unter dem Tisch zwischen die Beine des Kollegen, der Kollegin schauen konnte. Und diese Akustikwand hatte ein entsprechendes Gewicht. Ich habe dann 2 Tische nebeneinander gehabt, per Zufall, und das eine war ein billiges Produkt und das andere war ein Qualitätsprodukt von einem Bürotisch. Und wenn du hochfährst, stand der Bock gerade schön im Winkel, alles tipptopp, und der etwas günstigere Bürotisch, der stand schief wie der Turm von Pisa. Und das kann auf Dauer ein Problem sein, vor allem wenn du gerne und häufig, das solltest du unbedingt tun, deine Sitzposition, Arbeitsposition wechselst und stehend arbeitest und mal sitzend arbeitest. Das mag ein günstiges Tischgestell einfach nicht aushalten, wenn du da zusätzliches Gewicht dran hast. Dann solltest du unbedingt den Seitenrücktest machen, das heißt, wenn du den Tisch seitlich justierst oder rüttelst daran, wie fest steht der? Und das sowohl in der Sitzposition als auch in der Stehposition.
In der Stehposition ist die Stabilität meist geringer, weil die Säulen nicht mehr ineinander fahren. Und deshalb hast du natürlich auch weniger Stabilität. Aber ein Tisch sollte dennoch sehr steif und starr stehen, auch in Stehposition. Weil nur dann ist sichergestellt, dass auch sicher nichts umfällt und du keinen Unfall machst in deinem Büro. Das wäre nämlich zu vermeiden. Was gibt es sonst noch zu wissen? Gewisse Tische haben auch, sind sogenannte Smart Desks. Das heißt, sie haben integrierte Ladestationen für dein Handy integriert. Auch das kann ein Feature sein, um deinen Tisch aufzuwerten. Ein weiteres Feature, wo du berücksichtigen solltest, sind Zubehörelemente. Also hast du eben, wie gesagt, so eine Tischschublade, die du integrieren kannst, ist die schon drin. Gibt es einen Kabelkanal für dein Kabelmanagement unterhalb der Tischplatte, damit nicht ständig Kabel rumhängen, wenn du dann die Füße streckst unter den Tisch, die ganze Elektronik rausreißt und dann nichts mehr funktioniert? Das wäre dann schade. Was gibt es sonst noch? Was für Kanten sind teilweise auch relevant? Es gibt gewisse Tische, die haben relativ scharfe Kanten, keine ABS-Kanten, also mit ABS-Kanten, die sind angeleimt und die sind auch leicht, ich würde jetzt nicht gerade sagen federn und gummiert, aber können sie sein. Und dann sind sie auch angenehmer, wenn man mal mit den Ellbogen, Unterarmen rankommt. Sonst würde ich dir beim gesunden Arbeiten raten, dass du regelmäßig deine Position wechselst zwischen sitzender Position und stehender Position und wenn möglich natürlich zwischendrin auch noch. So gewöhnt sich dein Körper nicht an eine Sitzhaltung oder eine Körperhaltung und muss ständig wieder andere Muskeln ansprechen und das hilft dir langfristig gesünder zu arbeiten. Ein letztes Kriterium, das du noch berücksichtigen solltest, wenn du einen Bürotisch kaufst, würde ich dir empfehlen, diesen vielleicht auch mal zu testen. Mal in ein Fachgeschäft zu gehen oder vor Ort zu gehen. Der Vergleich online ist relativ schwierig, was Bürotische betrifft. Man sieht da nur die offensichtlichen Faktoren, vielleicht das Design, aber eben Stabilität lässt sich nicht im Internet testen. Das ist relativ schwierig. Achte also darauf, vielleicht lohnt es sich, da 2-3 Franken mehr auszugeben. Dafür hast du dann was, das länger hält. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch einen wichtigen Punkt, den du unbedingt aus meiner Sicht berücksichtigen solltest. Und das ist das Thema Garantie und Ersatzteile. Nicht alle Hersteller bieten eine Garantie oder zumindest nicht die gleich lange Garantie. Und die Garantie bezieht sich eigentlich meistens auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Was ich festgestellt habe bei asiatischen Produkten, ohne jetzt diese schlecht zu machen, da wird einfach nicht großes Ersatzteil zugeschickt, damit der Tisch repariert werden kann im Falle eines Bruchs, sondern da bekommst du einfach komplett neuen Tisch. Das ist ökologisch absoluter Blödsinn aus meiner Sicht. Du hast zusätzlichen Aufwand, weil du immer den ganzen Tisch wieder entsorgen musst und den neuen hineinstellen musst. Das hast du unter Umständen bei einer Reparatur nicht. Natürlich hast du da auch Aufwand, um den Tisch wieder in Gang zu setzen. Aber es muss nur das Ersatzteil versandt werden. Das schont die Umwelt wesentlich mehr, als wenn du ein komplett neuer Tisch aus weiß ich woher zu dir liefern musst. Also denk ein bisschen an die Umwelt, denk ein bisschen an die Langlebigkeit, wie lange hält das Produkt, wie groß ist die Garantie und dann würde ich dann über den Preis diskutieren und nicht zuerst über den Preis. Das ist so ein kleiner Gratistipp, weil meistens, wenn man was Günstiges kauft, ist es dann so, dass man zweimal kauft und das möchtest du sicher vermeiden. Das ist so mein Tipp, den ich über die letzten Jahre oftmals gesehen habe, auch bei Kunden von mir, die häufig etwas Günstiges gekauft haben zuerst und dann gemerkt haben, okay, vielleicht hätten wir doch zuerst ein hochpreisigeres Produkt, qualitativ hochwertigeres Produkt kaufen sollen, dann hätten wir langfristig gesehen weniger Kosten gehabt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit den Bürotischen. Wenn du Fragen dazu hast, zum Beispiel was für Oberflächen das es gibt oder einfach das mal sehen möchtest, darfst du gerne bei mir, bei solergo.ch, einen Termin buchen. Oben links in der Ecke oder unten links im Footer-Bereich auf der Webseite findest du eine Funktion, die Termin buchen heißt. Und dann könntest du dich vor Ort bei mir hier im Zug beraten lassen. Ich würde mich freuen. Und wünsche dir ganz einen tollen Tag und gesundes Arbeiten.
Bis zum nächsten Mal.